Nördlich des 48. Breitengrades im Stuttgarter Betondschungel macht sich ein Forscherteam auf die Suche nach seltenen Skulpturen in freier Wildbahn. Man kennt sie nur als domestizierte Wesen. Schon nach kurzer Zeit begegnen sie einem prachtvollen Exemplar, einem sogenannten Schritt ins Freie. Schon von Weitem sieht man eine majestätisch anmutende Erscheinung, die sich nicht zu verstecken braucht. Seine scharfen, abstrakten Kanten machen deutlich, dass es nur wenige natürliche Feinde hat. Ein paar Straßen weiter findet man Artverwandte, die der harten Witterung trotzen. Es handelt sich um die äußerst scheuen Euroterra. Dieses Exemplar ist ein Meister der Tarnung und fügt sich nahtlos in seine Umgebung ein. Lediglich geschulten Augen fällt auf, dass es sich hierbei um eine Skulptur handelt. Wir haben Glück. Wir treffen auf ein Rudel Skulpturen bei einem sogenannten Reigen, dem wir hier aus unserem Versteck beiwohnen dürfen. Wir wollen sie besser nicht stören. Wir brauchen euch, um den einzigartigen Bestand dieser wundervollen Werke zu sichten und zu studieren. Nutzt unsere Daten und kommt mit auf Tour. Drin ist das nächste. Shh. Forsche mit uns. Nutze die Daten.